Bauinfoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Stilhaus, Minergie, Nervgut und Bauschweiz. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Juli-Sendung von BSTV. In diesem Monat dreht sich bei uns alles ums Thema Minergie. Kommen wir zu der Vorschau von der heutigen Beitrag. Wir haben uns mit Spezialisten von Minergie getroffen und uns verschiedene Aspekte zum Thema Minergie erklären. Der Toni teilt uns seine Erfahrungen mit Minergiehäusern mit. Minergie-Fachpartner stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Vom Probewohnhaus über die Küche zu Wärmepumpen und Glasfaltwänden. Und im Anschluss noch das Gewinnspiel. Diesmal gibt es Minergie-CO2-Messgerät zu gewinnen. Minergie. Da steckt Energie drin. Und Minimum an Energie? Hört sich doch gar nicht schlecht an, wenn man dabei das Maximum rausholen kann. Für einige Leute ist das sogar eine Art Lebensphilosophie. Aber kommen wir wieder zurück zum Kernpunkt. Wir wollten genau wissen, was es mit der Minergie auf sich hat. Aus dem Studio gehen wir doch gerade mal zu unserem ersten Gesprächspartner, Christian Röthenmund, Geschäftsführer von Minergie Schweiz. Wir haben ihn gefragt, was denn Minergie genau ist. Was ist Minergie? Grundsätzlich ist Minergie ein Label für energieeffiziente, gute Gebäude. Minergie weiss ganz genau, wie ein Bau muss geplant, gebaut und in Betrieb genommen werden, damit das Gebäude energieeffizient ist und vor allem aber für einen Nutzer, für einen Bewohner, einen sehr hohen Komfort bietet. Wir wissen zum Beispiel, wie man isolieren muss, wie man die Fenster einbauen muss und welche Fenster man nimmt. Ein gutes Fenster kann heute sogar wie eine Heizung gebraucht werden, dass es im Winter sogar heizt, unsere Innenräume. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der Minergie Wert darauf legt, ist die sogenannte Frischluftgarantie. In einem Minergie-Gebäude hat er im Sommer und im Winter garantiert immer frische Luft. Apropos Sommer, ein Minergie-Gebäude ist nicht nur gut isoliert eben für im Winter, sondern die gute Isolation hilft selbstverständlich auch im Sommer, dass es allen Leuten in diesen Gebäuden wohl ist. Was ist der Vorteil für einen Bauherr, wenn er nach Minergie baut? Es ist grundsätzlich so, dass in der Schweiz eigentlich jedes Gebäude ein Prototyp ist. Ganz im Gegensatz dazu zu dem Auto, wo jedes kleinste Teil und alles standardisiert ist. Mit dem Minergie-Standard stellen wir sicherstellen, dass eben bei den Gebäuden alles standardmäßig funktioniert. Von der Planung, vom Bau bis zum Betrieb. Minergie geht sogar auf Baustellen Stichproben machen und schon das ist ein grosser Vorteil für einen Bauherr, weil die Unternehmer und die Architekten wissen ganz genau, aha, da kommt jemand vorbei und schaut, ob alles gut ist. Der Punkt ist natürlich der, wenn ihr ein gutes Gebäude habt, habt ihr auch eine Garantie, dass ihr für die nächsten 15, 20 Jahre immer noch energetisch ein topmodernes Gebäude habt und wenn ihr das verkaufen wollt, das natürlich auch einen höheren Wert wird auf dem Markt haben als ein traditionelles Gebäude. Das ist im Prinzip einer der wesentlichen Punkte. Weiter ist es so, dass wenn ihr ein Gebäude habt, das ihr modernisieren wollt, ein altes Gebäude, habt ihr sogar noch den Vorteil, dass Kanton und Bund euch finanziell unterstützt mit Förderung, ebenfalls Banken, wenn ihr ein minergie-modernisiertes Gebäude macht. Jetzt wissen wir schon viel über Minergie. Aber bei der Umsetzung kommen natürlich noch weitere Fragen auf. Auf was muss denn der Bauherr schauen, wenn er ein minergie-zertifiziertes Haus bauen will? Der Robert Minowski von der Minergie-Zertifizierungsstelle bei der Basel weiss doch bestens Bescheid. Alles fängt an mit der Wahl des Architekten und ihrem Planerteam. Wählen Sie solche, die gerne energieeffizient und bauökologisch bauen. Je mehr Wissen Sie haben und Erfahrung, desto besser.
Sie müssen wissen und entscheiden, was sie wollen. Und das früh. Energieeffizient, bauökologisch oder ein Nullenergiehaus. Im Austausch mit Architekten und Planern finden Sie die beste Lösung, die an Ihrem Standort und Ihrem Budget möglich sind. Schauen Sie auch früh, was für Fördermittel Sie bekommen können. Das hilft im Bauen. Oder Hypotheken. Bei den Banken fragen Sie nach. Bestehen Sie auf ein Zertifikat und auf die ordentliche Zertifizierung. Und bauen Sie nicht nur nach Minergie. Gebühren sind tief. Und die unabhängige Qualitätskontrolle hat einen hohen Wert. Nur mit dem Zertifikat haben Sie das Gewehr, dass auch drin ist, was draufsteht. Legen Sie die Zertifizierung von Minergie auch in den Verträgen mit Planer und Architektur fest. Sind Sie beharrlich und halten Sie eurem Entscheid fest und verlangen Sie von Ihren Partner ein Effort. Fragen Sie nach, wo genau die Gründe für Mehrkosten oder für technische Schwierigkeiten sind. Es gibt fast immer eine Lösung. Und sonst ist auch mal eine Zweitmeinung sehr von Vorteil. Fordern Sie am Schluss vom Bauvorhaben die Inbetriebssetzung und Abnahmeprotokoll ein. So kommen Sie das definitive Zertifikat über. Und Sie sind sicher, dass Sie ein energieeffizientes, bauökologisches Haus haben und sehr hohen Komfort vorweist. Reduzieren Sie den Energieverbrauch über das Fenster. Werden Sie Klimaschützer. Der Informationsservice rund um Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch. Der Toni hat seine Meinung in puncto Energie mit uns teilen. Wir haben ihn besucht in seinem Garten. Aha, ihr seid schon da? Ja, ist schon gut, he? Also, ich war gerade in meinem Energieschlaf. Ja, ich muss am Ende auch ein bisschen regenerieren. Aber sie, apropos, wegen diesen Energiehäusern, viel erzählen wollte ich Ihnen ja nicht, gell? Sie haben ja sicher schon vorher oder nachher einen Haufen gehört über diese Häuser. Aber eins muss ich Ihnen sagen. Gut ist das also schon. Wir haben eines von diesen Energiehäusern, wo ich hausabwart bin. Das Schönste ist, wenn du dort reinkommst, es ist einfach immer etwa gleich warm. Das ist so etwas Angenehmes. So, jetzt macht der Toni noch mal einen Taucher. Er hat noch nicht genug geschlafen. Tschüss zusammen. Jetzt haben wir so viel über Energie erfahren. Jetzt haben wir einmal gesehen, wie so ein Erlebnis in einem Energiehaus ist. Die Firma Bär Holzbau AG stellt das Energieprobehäuschen zur Verfügung. Dort kann man sich dann seine eigene Meinung bilden. Den Beitrag haben wir schon einmal ausgestrahlt. Doch passend zum Thema zeigen wir ihn nochmal. Auch für alle, die die Sendung vielleicht verpasst haben. Ein Interview mit dem Heinz Bär von Bär Holzbau AG und im Anschluss ein kleiner Ausschnitt aus dem Probehäuschen Sonnenspeicher. Wir sind hier bei der Firma Bär Holzbau AG. Neben mir steht der Herr Bär, als der Geschäftsinhaber. Die Firma hat einen Slogan. Bauen ist sinnlich, Bauen ist lustvoll, Bauen ist stressfrei. Können Sie das erläutern? Für uns ist es wichtig, dass die Leute das Bauen auch als Erlebnis wahrnehmen. Und dass das möglich ist, das haben wir schon vielfach jetzt bewiesen. Bauen hat einen negativen Touch, es wird viel darüber geredet, was alles passiert, was alles schief läuft, was alles nicht gut geht, und das muss nicht sein. Durch unsere grosse Erfahrung, die wir mittlerweile haben, und durch unsere koordinierte und strukturierte Vorgehensweise, ist es uns heute möglich, eben auch Häuser zu bauen, ohne dass für die Bauherrschaft schlussendlich zum Stress wird. Wo liegen die Spezialitäten und Stärken von Bär Holzbau AG?
in der grossen Erfahrung im Wohnungsbau. Wir befassen uns sehr stark mit Minergie, Minergie P, A, ECO, all die Label, die bekannt sind. Wir machen Vorfabrikation, Holzsystembau. Wir sehen es hier im Betrieb. Die Ideen, die die Leute sich ausgedacht haben, die sie im Kopf haben, die die Architekten reinbringen, die tun wir in einer hohen Qualität umsetzen, konstruktiv umsetzen, dass sie nachher eben auch physikalisch funktionieren. Zum Sonnenspeicher. Was ist die Idee dahinter und wie ist er ausgestattet? Der Sonnenspeicher kommt auch eigentlich aus der Idee von dem Erlebnis Minergie. Wir haben uns schon von Anfang an, als es diesen Label gegeben hat, immer stark damit auseinandergesetzt. Und ich habe immer wieder von Bauherrschaften die gleichen Fragen gestellt bekommen. Wie ist denn das in diesen Häusern? Können wir denn hier überhaupt noch die Fenster drauf tun? Die Lüftung, hört man die, spürt man die? Man liest auch viele Sachen über Minergie, die viele Leute unsicher machen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir mal ein Probewohnhaus, Sonnenspeicher bauen, wo heute Leute eben ein paar Tage hergehen können und nachher können mal so in einem Haus wohnen, bevor sie eben den Entscheid müssen fällen, ob sie ihr eigenes Haus so ausstatten. Sie können her, sie können schauen, wie das funktioniert. Spürt man die Lüftung, spürt man sie nicht? Der Unterschied, wenn man es abstellt oder wenn sie läuft. Oder auch mit den Fenstern, einfach, eben wie es so in einem Energiehaus schlussendlich da ist. Und dass das sehr wertvoll ist, das zeigt so, wie viele Leute das von dem Gebrauch machen und wie viele Häuser das man schlussendlich so können machen mit diesen Leuten. Und dann sind sie eben sicher, dass sie den richtigen Entscheid für sich selber gefällt haben. Herr Bär, besten Dank für das Gespräch und der Firma Bär Holzbau AG alles Gute. Dankeschön. Wir sind hier im Sonnenspeicher in Birgisch. Wie gefällt es euch hier? Ich finde es hier einfach genial. Wir dürfen schon das dritte Mal hierher kommen und wir genießen die Aussicht in diesem schönen Sonnenspeicher. Ich könnte auch mal ein Panoramabild aufnehmen. Das ist einfach super hier. Wir haben eine gemütliche Atmosphäre. Wirklich alles zusammen, was stimmt. Und Sie sind ja schon zum dritten Mal hier, habe ich gehört. Was gefällt euch denn besonders am Sonnenspeicher? Also am Sonnenspeicher ist wirklich, fangen Sie mal die Lage. Das ist die ganze Ruhe, die wir hier haben, oder, am Sonnenspeicher. Das ist so etwas Herrliches und nachher ist es auch für Kinder. Es ist einfach schön, wir haben das gemütliche Ambiente, oder. Oben innen sind Zimmer, unten innen können wir etwas Gäbiges, Gemütliches kochen, etwas essen, oder. Und da haben wir schon Weihnachten, also Neujahr sind wir schon da gewesen, und da haben wir auch ein kleines Fest dürfen haben. Dankeschön vielmals. Habt ihr noch etwas zu sagen? Ja, wir kommen gerne. Okay, wir kommen gerne. Ja, ja. Ja, wenn es möglich ist. 40 oder 50 Mal, ja. Also, wenn es möglich ist. Und wieso nicht auch mal vielleicht im Sommer, oder? Ja. Oder im Herbst mal ein bisschen wandern, wäre sicher auch eine Möglichkeit. Ja, bei diesem Panorama hier, das ist, genial, ist natürlich genial. Kreieren Sie Ihr individuelles Einfamilienhaus zum Festpreis mit dem Online-Konfigurator unter www.hauskonzept.ch. Sie wollen nie wieder Rasen mähen, nie wieder düngen und dabei jederzeit einen Rasen in saftigem Grün haben? Kein Problem mit Kunstrasenprofi. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal fürs Bauen und Wohnen. Minergie und Koche. Passt das zusammen? Bei der Firma White House Show. Sie sind ständig auf der Suche nach innovativen Produkten, die Sie mit den besten technischen Eigenschaften beim Kochen unterstützen. Doch mehr dazu sagt Ihnen der Thomas von Rohr, Geschäftsführer von White House. Herzlich willkommen bei der Manufaktur White House im Rotrist. Was Minergie in der Küche zu suchen hat, das möchte ich euch heute speziell zeigen. Das wäre die Neuheit aus der Gerätemanufaktur White House. Das erste Minergie-zertifizierte Vollflächen-Induktionskochfeld mit einer integrierten Lüftung. Sobald wir das Gerät einschalten, Klappen aufmachen, funktioniert nachher der Dampfabzug automatisch und zieht sämtliche Gerüche hinten runter. Wir arbeiten hier mit dem bekannten Doma-Plasma-System, das das einzige System ist im Umlaufbereich, das wartungsfrei ist. Der Topf können Sie stufenlos auf der ganzen Breite hin- und her schieben. Sie können die Leistung stufenlos verstellen
Und sobald Sie das Gerät abstellen, stellt auch der Dampfabzug ab. Hier wäre ein weiteres Gerät aus der Gerätemanufaktur Whitehouse. Eine Haupttischlüftung, die nach Mass produziert wird. Selbstverständlich ist das Gerät auch Minergie zertifiziert. Das heisst, es arbeitet auch ausschließlich mit Doma Plasmasystem. Wir blasen dort die Luft nicht vorausblasen, sondern die aufbereiten und saubere, reine Luft zurück in den Raum führen. Das ganze System ist wartungsfrei. Wir können mit diesem Gerät auf beide Seiten kochen und es ist einfach nach Gebrauch versenkbar und einbaubar in jedem Material. Sämtliche Geräte aus der Geschmacksmanufaktur Whitehouse, die Minergie zertifiziert sind, arbeiten mit dem Doma-Plasmasystem. Wir tun unten das Fett in diesen speziellen Metall-Labyrinthfilter zu nahezu 100% abscheiden und tun nachher die ganzen Gerüche aufblasen in den Doma-Plasma-Filter. Und in diesem Doma-Plasma-Filter, das sehen wir jetzt hier, blasen wir die gesättigte Luft da rein und dort tun wir mittels Hochspannungselektroden Geruchsmoleküle aufspalten und zur Oxidation bringen und drücken dann die Luft noch durch den Katalysator. Das Endresultat ist nachher reine, saubere Luft, die wir im Raum zurückführen. Schon erstaunlich, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Energiesparen ist zum Trend geworden und heisst schon lange nicht mehr, dass man auf irgendetwas verzichten muss. Im Gegenteil. Unser nächster Beitrag ist über die Firma Grünewald. Sie arbeiten wirtschaftlich und ökologisch. Was der Minergie-Bauherr dort erwarten kann, erzählt uns der Harry Grünewald. Ja, wir liefern die klassischen Heizsysteme und Komponenten, die Sie in einem Minergie-Bau brauchen. Das sind eigentlich Wärmepumpen, wo wir die gesamten Anlagen planen und installieren, inklusive Erdsondenbohrung. Das sind kontrollierte Wohnumlüftungen, die wir ebenfalls planen und installieren. Dann bieten wir auch Sonnenkollektorenanlagen an, Photovoltaik, als Ergänzung in dem ganzen Bereich. Wir planen die Anlagen, wie ich das bereits gesagt habe, planen, installieren und nachher auch warten. Dadurch gibt es kein Schnittstellenproblem für den Bauherr und für den Architekt. Es ist eine sehr einfache Abwicklung mit einem Ansprechpartner, ohne eben irgendwelche möglichen Komplikationen. Wir unterstützen Sie als Bauherr gern, um so eine Minergie-Zertifizierung zu erreichen. Sie können zu uns kommen mit einem Projektplan, 1 zu 100 genügt uns. Aufgrund von dem können wir ein Projekt machen und Sie eben unterstützen, wie kann man die Heizungsanlage, die Lüftungsanlage etc. installieren, damit die, wie gesagt, nachher auch von der Zertifizierungsstelle kann akzeptiert werden. Zusammenfassend würde ich gerne erwähnen, dass wir das schon für hunderte von Minergie-Anlagen haben dürfen machen für unsere Bauherren. Im Übrigen betreuen wir in der ganzen Schweiz rund zwischen 8.000 und 10.000 Anlagen von Genf bis ins Bündnerland und von Basel bis in Tessin. Haben Sie gewusst, dass man Glas falten kann? Nein, natürlich nicht so, wie Sie es gerade gedacht haben. Alles natürlich im Hinblick auf Minergie. Ich sage nur Glasfaltwand. Und auf zu unserem nächsten und letzten Beitrag in der Überbauung Neugrien in Melligen und der Firma Ernst Schweizer AG. Grüezi miteinander. Wir begrüßen Sie im Namen der Firma Ernst Schweizer AG hier in dieser wunderbaren Siedlung Neugrün in Melligen. Mein Name ist Margot Kreis. Ich bin der Vertriebsleiter für Fenster, Türen und Briefkästen und übergebe gerade am Herrn Breuer. Danke vielmals. Mein Name ist Michael Breuer. Ich bin der Kommunikationsleiter der Ernst Schweizer AG. Die Ernst Schweizer AG ist ein nachhaltig geführtes Familienunternehmen und einer der wichtigsten Zulieferer der Baubranche in der Schweiz. Seit Jahrzehnten engagieren wir uns für ökologisches Bauen und innovative Produkte. Unsere Fassaden, Fenster und Türsysteme sind sehr gut isoliert, Minergie-zertifiziert, langlebig und wiederverwertbar. Seit 1978 produzieren wir zudem Sonnenkollektoren für Warmwassergewinnung und seit über 15 Jahren Photovoltaik-Montagesysteme.
Ich darf Ihnen ganz kurz etwas erzählen über unsere hochisolierten Faltwände, die wir hier in der Siedlung Neugrien dürfen einsetzen. Das sind unsere hochisolierten Faltwände, die man hier sieht. Wir haben in der ganzen Siedlung rund 220 von diesen Faltwänden dürfen einsetzen. Speziell an der ganzen Siedlung ist, dass sie im Minergie-Standard P-ECO und A-ECO gebaut worden sind. Und unsere hochisolierenden Faltwände erfüllen genau diese Anforderungen. Weitere Vorteile von dieser Faltwand für den Kunden selber, der hier innen nachher in dieser tollen Überbauung wohnt, ist, dass man die Faltwand wie eine Handorgel zusammenklappen kann und dann nur etwa 40 cm eigentlich von einem zunehmenden Bereich hat und alles andere ist Lebensqualität. All die Faltwände sind mit so einem sogenannten Gehrungsrahmen ausgerüstet. Das bietet sehr viele Vorteile, bereits schon in der Montage. Wir können sehr schnell montieren. Wir können all die Flügel sehr passgenau einsetzen und einstellen. Ich habe vorhin gesagt, die ganze Überbauung ist in einem Minergie-Standard gebaut worden. Selbstverständlich ist das wichtig, dass wir die Flügel dann auch so passgenau einstellen können, dass absolute Dichtigkeit besteht tut. Ob sie Fenster, Türen, Briefkästen von der Firma Schweizer einsetzen, ob sie falten wollen, ob sie schieben, drehen oder kippen, die Firma Schweizer ist der ideale Partner für ihren Wohntraum zu realisieren. Ich lade Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir beraten Sie gerne. Exklusivität muss nicht teuer sein. Scharfe Preise bei Exklusivküchen. So schmeckt das Leben besser. Besuchen Sie jetzt bauschweiz.ch, das Portal für Bauen und Wohnen. Und zum Schluss noch das Gewinnspiel. Gewinnen Sie ein Minergie CO2-Massgrad, wo Sie bei der Beurteilung von der Raumqualität durch Massung von CO2-Gehalt Luftfeuchtigkeit und Temperatur unterstützt. Zum Mitmachen, diese Sendung liken und abonnieren. Schicken Sie ein Mail mit den Kontaktdaten an office@bauschweiz.ch mit dem Betreff Gewinnspiel, damit wir Sie kontaktieren können, falls Sie gewonnen haben. Die nächste Sendung kommt am 10. August zum Thema Wellness und Spar raus. Wir wünschen Ihnen eine ganz tolle Sommerzeit. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bau-Infoservice-Sendung von BISTV wird Ihnen präsentiert von Stilhaus, Minergie, Navgroup und Bauschweiz.